Christen, wenn einer eine Bibel hat, du liest dir das durch, du schreibst einmal hier Esra 2 und dann hier Nehemia 7 und dann nimmst du den Stamm, die Anzahl, Stammanzahl, immer gegenüber, damit du am Ende sagen kannst, guck mal, hier steht das, da steht das, da hast dann ein DIN A4 Blatt bei dir in der Tasche, bei dir in der Tasche und dann sagst du hier, guck mal, da steht das, da steht das, da steht das, da steht das, okay? Habt ihr verstanden, wie, ja? Zum Beispiel der Stamm Judäa. Esra 2 sagt 15 Leute, Nehemia 7 sagt 80 Leute. Bumm. Und dann steht das hier. Esra 2, 80, Nehemia 2, 7 bei Judäa, Stamm Judäa. Als Beispiel. So. Jetzt. Das wäre dann zum Beispiel ein Zeichen, dass es hier Fehler gibt. Aber wir werden natürlich noch extra Unterrichte machen über Buddhismus, inshallah, über Christentum, über Judentum und so weiter. Dann Buddhismus beispielsweise. Hier sagen wir, dass heute gesagt wird, und die Buddhisten geben es teilweise selber zu, dass die Schriften, die es heute gibt vom Buddhismus, und das hat auch der Hussein gesagt, der vom Buddhismus zum Islam übergetreten ist, wenn heute jemand Buddhist, ein guter Buddhist sein will, das heißt ein Folger von Gautama Buddha, sozusagen der Stifter der Religion, dann hat er gar keine Handhabe, er hat keinen Beweis dafür, dass er wirklich Gautama Buddha folgt. Weil die Bücher, die heute vorhanden sind, die sind 400 Jahre nach Gautama Buddha aufgeschrieben worden, ohne Isnad, ohne alles. Das heißt, es gibt keinen Beweis für die Authentizität. So. Dann kommen wir zur Botschaft falscher Religion. Die Botschaft falscher Religion ist, dass sie immer zur Anbetung der Schöpfung aufrufen. Und diese Anbetung, zum Beispiel beim Christentum, ruft dazu auf, Jesus anzubeten. Ist Jesus erschaffen? Jesus ist geboren. Es ist völliger Blödsinn zu behaupten, er ist geboren und nicht erschaffen. Jemand, der geboren ist, ist erschaffen. Das heißt, wird die Schöpfung angebetet. Hinduismus, Buddhismus oder es wird gar keiner angebetet. Oder Judentum beispielsweise, die Schöpfung wird mit Gott verglichen. Immer diese Arten von Schirk. Der Islam ist die einzige Religion, wo ganz klar nur Gott alleine angebetet wird. Dann der Name der Religion. Der Name der Religion muss eine Allgemeingültigkeit implizieren. Judentum impliziert schon von vornherein für den Stamm Juda. Buddhismus nach einer Person. Christentum nach einer Person. Alle Religionen sind entweder nach einem Stamm, nach einem Land oder nach einer Person genannt worden. Hinduismus nach Hindu. Islam, ja bitte. Was hat das mit den Zeugen Jehovas auf sich, wenn ich fragen darf? Weil ich habe eine Frau, die Serbin ist und wir haben einen gemeinsamen Sohn. Und ich bin Türke. Ja, guck mal, Bruder, die Sache ist folgendermaßen, weil das Thema ist jetzt nicht Zeugen Jehovas. Was ich dir als Tipp gebe, ist, Bruder, wenn du auf unsere Seite gehst, ja, Einladung zu paradies.de, dann gehst du links auf Videokategorien, da gehst du auf Nichtmuslime. Und da ist auch ein Video, wie diskutiert man mit Zeugen Jehovas? Und da ist auch eine Debatte von mir mit Zeugen Jehovas drauf. Weil das bringt dir mehr, weil ich rede da ungefähr eine Stunde über Zeugen Jehovas, das bringt dir mehr, als wenn ich dir jetzt zwei, drei Sätze sage. Das heißt, du hast Internet, ja? Einfach auf unsere Internetseite gehen, Einladung zu paradies.de oder muslimtube.de, das ist der andere Name. Weil wir sind jetzt den Namen muslimtube am Verbreiten, weil wir haben gemerkt, dass viele Leute dann bei Einladung zum Paradies Probleme haben. Der sagt dann Einladung ins Paradies oder er sagt Einladung fürs Paradies und so weiter. Deswegen haben wir jetzt gesagt, muslimtube.de ist einfach zu merken. Ja? Okay, deswegen, Bruder, weil das ist jetzt nicht das Thema, ich das falsch verstehst, aber du kannst das da beantwortet kriegen. Jetzt zu dieser Sache zurück, zu dem Namen. Aber was ist mit Islam? Islam bedeutet auf Arabisch Gott ergeben. Das heißt, sich Gott hingeben, sich Gott ergeben. Das heißt, das impliziert schon von vornherein eine Tat, eine Handlungsweise beziehungsweise eine Einstellung. Und diese Einstellung ist die Einstellung, die wir bei allen Leuten sehen, dass sie sich Gott ergeben haben. Die ganzen Propheten im Alten Testament. Sogar, wenn man das heute sieht von Buddha, sieht man nirgendwo, dass Buddha gesagt hat, man soll ihn anbeten. Wir haben keinen Beweis dafür, dass Buddha ein Prophet war. Versteht ihr? Aber Allah sagt im Koran, aber es könnte theoretisch sein, dass er ein Prophet gewesen ist und dass man seine Botschaft auch verdreht hat. Weil heute in den, sagen wir mal, Büchern, die 400 Jahre später geschrieben worden sind, findet man nicht, dass man ihn anbeten soll.
sondern man sieht, dass er jemand ist, der in Askese gelebt hat, der sich von der Welt entsagt hat, der so Sucht gemacht hat, ja, wie heute jetzt Sucht, das heißt ein Zahid. Izhad fi dunya yuhibbukallah wa izhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Das heißt, sei abstinent von gegenüber Allah. Also in der Dunya, so wird dich Allah lieben, und sei abstinent, was die Menschen haben, so werden dich die Menschen lieben. Ja? Aber das nur als Beispiel. Das heißt, das impliziert eine Tat und ist nicht für einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Person festgestellt. Warum? Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Das müsst ihr euch merken. Dieser Vers muss auswendig gelernt werden. Sure 17, Vers 15. Der Islam ist keine neue Religion. Der Islam ist keine neue Religion, die mit dem Propheten Mohammed gebracht wurde, sondern eine allgemeingültige Religion. Alle Propheten kamen mit derselben Botschaft, vom selben allmächtigen Gott, das war, diene dem einen wahren Gott alleine. So. Und das zeigt, dass im Islam jeder ins Paradies kommen kann. Weil was muss die richtige Religion haben? Die muss eine Eigenschaft haben. Die muss zu jeder Zeit, an jedem Ort auf der Welt einen Weg bestimmen oder jemand eine Möglichkeit geben, ins Paradies zu kommen. Gibt es nur im Islam. Weil in Sure 17, Vers 15 sagt Allah, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْأَثَ الرَّسُولَ. Wir haben nicht er bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Das heißt, jemand, der vorher gelebt hat, der war von den Folgern Moses, hat rechtschaffend gehandelt, mit Aufrichtigkeit Moses gefolgt. Was war der? Ein Muslim, weil er sich Gott ergeben hat. So wie es zur damaligen Zeit ihm möglich war. Jemand, der Jesus rechtschaffend mit Aufrichtigkeit gefolgt hat, was war der? Ein Muslim. Was heißt Muslim? Gottergebener. Weil er sich Gott ergeben hat. Der hat an den Propheten geglaubt, der zu ihm gekommen ist. So. Heute aber jemand, der behauptet, Jesus oder Moses zu folgen, kann ihnen nicht folgen, weil die Botschaft entstellt wurde. Und er muss dem letzten Propheten folgen. Wenn es heute ein anderes Straßenverkehrsgesetz gibt und Allah hat etwas geändert, die Akida ist gleich, aber ein Gesetz hat sich geändert. Jetzt zum Beispiel gibt es diese Aufkleber, grüne Aufkleber und was weiß ich für ein Aufkleber, ja? So, kannst du jetzt sagen, hey, warte mal, ich folge dem Gesetz von vor einem Jahr? Warum muss ich denn jetzt die 40 Euro Strafe bezahlen? Nur weil ich nicht in diese Umweltzone reingefahren bin. Ja, neues Gesetz. Pech gehabt. Ganz einfach. Das heißt, du musst an Gott glauben und ihm folgen und dich ihm ergeben, wenn das neue Gesetz kommt. Wenn ein Gesetz kommt von Allah mit einem neuen Propheten und du willst es nicht annehmen, hast du dich dann Gott ergeben? Nein. Nein, ganz klar. Gut. Das ist die Allgemeingültigkeit des Islam. Das heißt, wenn irgendwo jemand nie was vom Propheten Mohammed gehört hat, was gibt es dann für den? Allah sagt, Sure 17, Vers 15, wir haben nicht bestraft, bis ein Gesandter kam. Der wird am jüngsten Tag nochmal auf die Probe gestellt werden.